Mr. Benjamin Netanyahu and the Chancellor of the Federal Republic of Germany, Mrs. Angela Merkel. Wir sind ganz fest, ich habe das eben beim Präsidenten schon mal gesagt, mit Israel einer Meinung, dass alles getan werden muss, um den Iran daran zu hindern, eine nukleare Bewaffnung zu bekommen. Wo wir nicht immer einig sind, ist der Weg zu diesem Ziel. Und insofern werden die Diskussionen hier weitergehen. Wir haben uns auch sehr dafür eingesetzt und ich habe auch mit dem russischen Präsidenten darüber gesprochen, dass die iranischen Truppen weg müssen und möglichst der Einfluss in Syrien völlig sozusagen wieder gen Null gehen muss, was allerdings ein schwieriges Projekt ist. We will continue to block Iran's efforts to use Syria and Lebanon as forward bases for attacking Israel. And we will also continue to engage with new partners in our region. The danger that Iran poses has brought one benefit. I keep saying this and I'll say it again today because it's true every day. It's brought Israel and the Arab states close as never before. And I believe that this new relationship is a great hope for the future, because I think it paves the way for peace. Darüber hat es ja auch eine Reihe von internen Diskussionen hier in Israel gegeben. Es ist ja nicht so, dass es das unumstrittenste Gesetzgebungsvorhaben gewesen wäre. Und insofern habe ich natürlich auch eine Reihe von Fragen gestellt. Und trotzdem bekennen wir uns zu dem jüdischen Staat. Und wenn es Frieden geben soll zwischen Israel und den Palästinensern, einen lang anhaltenden Frieden, dann kann es natürlich nicht sein, dass alle Staaten sagen, Israel soll ein jüdischer Staat sein, mit natürlich den demokratischen Minderheitsrechten für die anderen, die hier leben. Aber die Palästinenser selber sagen das nicht, das kann ja nicht die Basis für einen Frieden sein, sondern dann muss man die Lösungen finden. Und wir sind dafür, dass man eben an diesen Lösungen mit allem Nachdruck arbeitet, so wie wir es hier auch schon zum Ausdruck gebracht haben.